Herzlich willkommen in der Life School. Mein Name ist Florian Hörning und heute lernst du wieder etwas fürs Leben. Thema heute auf dem Programm: Was ist das Krankengeld und was wäre hierzu die passende Versicherung bzw. Absicherung und was musst du machen, damit du da schlussendlich für dich keine Lücke hast? All das erfährst du nach dem Intro. Was ist das Krankengeld? Hierzu einmal zunächst die wichtigsten Facts. Das Krankengeld zahlt deine gesetzliche Krankenkasse in Deutschland, wenn du wegen derselben Krankheit länger als 6 Wochen krankgeschrieben bist. Davor bekommst du von einem Arbeitgeber eine sogenannte Lohnfortzahlung, also du bekommst ganz normal dein Gehalt weiter. Ganz wichtig dabei, du erhältst maximal 90% vom Netto als Krankengeld, also das Ganze ist gedeckelt und du bekommst dieses Krankengeld maximal 72 Wochen lang. Danach kommt das Wort Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit ins Spiel. Hast du vielleicht schon mal gehört? Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich werde es dir einmal hier an dieser Stelle verlinken. So, die allererste Frage lautet, wer hat denn eigentlich Anspruch auf das Thema Krankengeld? Erste Sache, die auf jeden Fall Voraussetzung dafür ist, du musst Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung sein. Anspruch erwirbst du aus folgenden Gründen. Wie gerade schon gesagt, du bist wegen derselben Krankheit länger als 6 Wochen krank. Also du hast eine neue Stelle. Das wäre so die zweite Sache und wirst innerhalb der ersten 4 Wochen krank, dann zahlt auch das Krankengeld. Wenn du arbeitslos bist, zahlt die Krankenkasse ebenfalls nach 6 Wochen und nicht mehr das Arbeitsamt deinen Lohn bzw. in dem Fall dann das Krankengeld. Wenn du selbstständig versichert oder selbstständig freiwillig versichert bist, dann musst du dich selber darum kümmern. Folgende Szenarien gibt es jetzt hier. Du zahlst den ermäßigten Satz von 14% plus Zusatzbeitrag, dann hast du keinen Anspruch aufs Krankengeld. Nur wenn du den normalen Satz bezahlst, also 14,6% aktuell, plus diesen Zusatzbeitrag, erhältst du auch das Krankengeld letztendlich von deiner Krankenkasse in dem Fall. Das musst du dann aber auch hier wieder bei deiner Krankenkasse beantragen. Das macht nicht wie beim Arbeitnehmer der Arbeitgeber, der das weitergibt. So, wie viel Krankengeld gibt es denn jetzt eigentlich? Weil das ein bisschen komplizierter ist, habe ich an dieser Stelle ein extra Video gemacht. Und in unserem Beispiel jetzt einmal zusammengefasst, ich werde das Video hier verlinken, wie das berechnet wird, bekommt unser Arbeitnehmer 3.000 Euro brutto und knapp 2.000 Euro netto. Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommt er auch und zwar in Höhe von 1.200 Euro pro Jahr. Sein Krankengeld beträgt nach der Berechnung, wie in diesem Video erklärt, 54,54 Euro, sein monatliches Netto dementsprechend 1.636. Da er sonst 2.066 Euro netto hat, fehlen ihm knapp 430 Euro. Den Rechner dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, dann kannst du das Ganze auch immer für dich berechnen. Jetzt kommt an dieser Stelle die Versicherung ins Spiel, um die es hier letztendlich geht. Die sogenannte Krankentagegeldversicherung. Diese sichert dir genau diese Lücke ab. In unserem Beispiel fehlen 430 Euro. Die Höhe des Krankentagegelds würde in diesem Fall 14,35 Euro betragen, also den Wert einfach durch 30 geteilt. Bei der Versicherung ist es ganz häufig so, dass es in 5-Euro-Schritten geht. Das heißt, wir würden hier jetzt 15 Euro pro Tag absichern. Das heißt, für einen 25-Jährigen liegt hier der Beitrag dafür bei knapp 5 Euro im Monat. Wichtig hierbei, eben schon gesagt, es werden nie mehr als das eigentliche Netto gezahlt. Überversichern geht an der Stelle also nicht. Das Ganze wird dann maximal bis zur 72. Woche gezahlt und dazu ist dann schlussendlich die Krankentagegeldversicherung. Was ist dabei jetzt wichtig zu beachten? Auch hier gibt es Gesundheitsfragen. Also wie bei einer Berufsunfähigkeit gibt es Tarife, wo du halt ganz viele Gesundheitsfragen beantworten musst. Es gibt auch einige ohne noch, aber das ist ganz, ganz wichtig, da zu beachten, dass man sich nicht zu spät darum kümmert, wenn man sich letztendlich in diesem Bereich absichern möchte. Ganz wichtig auch hierbei, warum ist das ganze Thema so wichtig? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich habe meine Miete, kann die vielleicht nicht mehr bezahlen, meine Altersvorsorge nicht mehr, dann ist es natürlich wichtig, sich diese Lücke, diese 430 Euro in diesem Fall, einfach abzusichern. Und wenn man mal schaut, 5 Euro pro Monat würden in unserem Beispiel 60 Euro pro Jahr bedeuten. Wenn man jetzt sieht, dass man pro Monat knapp 450 Euro bekommt, hat man quasi 7,5 Jahre frei. Also du kannst 7,5 Jahre lang nicht krank sein, dann bist du einmal länger als 6 Wochen krank für 4 Wochen und du hast das Geld schon wieder raus. Also check das auf jeden Fall einmal bei dir. Wie teuer wäre die Absicherung bei dir? Was bringt es dir? Ist es dir für 5 Euro wichtig, das Ganze abzusichern? Und an der Stelle würde ich einfach sagen, war es mit dem Video schon? Und ich hoffe, du konntest das mitnehmen. Lass mir dein Feedback gerne in den Kommentaren da. Wenn dir das Video gefallen hat, auch gerne Like und damit so viele Menschen wie möglich erreicht. Teil das Video für Personen, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigen. Und wenn du keine Videos mehr aus der Life School mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal, aktiviere die Glocke und dann bleibst du auch immer auf dem neuesten Stand, was all diese Themen angeht. Und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.